So, also als erstes zeige ich euch mal das Easter Egg in Cannabald. Und zwar machen wir das so. Wo mache ich eigentlich Großbuchstaben? Indem ich das Spiel mit 95.000 Punkten beginne. Quatsch, 9.500 Punkte. So. Ihr fragt euch sicher, wie kriege ich das auf den VC4000? Und zwar so, wenn ich das hier drücke. Geht das da rüber mit diesem schicken EPROM-Simulator. Feuer. Kompiliert und drauf ist es. So. Und damit geben wir an AV3. Kann ich das während dem und 750, weil wir gehen ja immer schön in 10er Schritten. 750 ist auch tatsächlich. Oh. Hä? Nicht? Ach, 7-0. Sag das doch. Oh, da muss was dazugekommen sein. Hier. Naja, okay, es hat mal gestimmt. Dann kommen wir jetzt zu verschiedenen Versionen von unserem Scrolltext. Und der Demo, das ist der Scrolltext, den ich damals gezeigt habe, 2016. Das war quasi ein Abfallprodukt von Flappy Bird. Genau genommen war das ein Versuch, schon mal Cannabald zu bauen.
Ganze wegen den Flaschen. So geht's natürlich auch. Das war meine Anlage, auf der ich die Revision geguckt habe. Die Boxen sind erheblich geiler, als sie aussehen. Das nicht mehr. Ah. So, mal ein Retro-Effekt. So, okay. Für die Leute, die immer noch da sind, das ist das Musikprogramm, also die Kernel-Routine vom Musikprogramm. Da ist der Quellcode ist nebendran. Das Teil wird in den Arbeitsspeicher kopiert, wird ja 37 Byte Arbeitsspeicher, ist ja richtig üppig, da kann man sowas machen, dass man so ein ganzes Programm, oder zumindest so einen ganzen Programmteil reinkopieren kann, weil ich nämlich diesen Krempel und diesen Krempel, den muss ich nämlich während dem Programmablauf ändern. Das ist die... Hier, das ist die Wiederholungstabelle, da steht drin, welcher Takt wann läuft. Und wie man sieht, Takt 1 läuft extrem oft, aber Takt 1 ist ja auch der Pf. Das heißt, er macht hier und so weiter. So, und die Takte, die sind hier, die müssen auch ganz oben
so ziemlich als allererstes im Programm drin sein, weil es darf sich oben drüber nichts ändern, weil sonst muss ich jedes Mal dieses Programm anpassen und vor allem die Tabelle. Das ist genau genommen, ich muss das Ding kompilieren. In dem kompilierten Listing, das der Compiler ausspuckt, das ist auch total geil, ich zeige das mal eben, da sehe ich dann zum Beispiel hier, Tag 2 ist 001D. Wo ist Takt 1? Da. Takt 1 ist 0014 und so weiter. Die Werte trage ich dann in der Musikadresse ein. 2014, 2010D. Die 2 ist, weil diese oberen Flags, die geben an, dass da Register 3 noch mit einer Rolle spielt. Also das ist so richtig schön spaßig. Ja, genau. Die Tabelle. Und das ist die ganze Musik. Also haben wir, die ist in Takte unterteilt. Der macht natürlich zum Beispiel das Ding hier ist oder naja, gut, dieser Anfang, der nur aus drei Noten besteht. Das ist ja wegen der Lautstärke, ich nenne es mal Hüllkurve. Das sind die beiden Bits hier. Das ist derselbe Ton dann. Und es geht immer, das ist der ist Neues, das ist Frequenz. Genau, ja. Neues, das Noise-Register, Frequenz und wie viele Frames er warten soll, und bis er den nächsten lädt. Und das ist schon die ganze Musikstruktur. Das heißt, es ist super simpel, da neue Sachen für zu schreiben. Es ist nicht allzu flexibel, also genau genommen, es ist ultra flexibel, weil es kann einfach alles abbilden. Außer natürlich mehrere Töne pro Frame. Das habe ich nicht programmiert. Aber ist natürlich, wenn man komplexere musikalische Machwerke machen will, dann fängt das dann irgendwann an, richtig böse Platz zu kosten. Aber es ist ja, also ich habe die ganzen Takte, die habe ich alle. Staccato plus interessanter Lied. Das ist das, wo dann anstatt, also bei dem interessanten, genau, Staccato Lead Sound ist einfach 0-0 für 6 Frames. Das heißt, mach so lange einfach gar keinen Ton. Und bei dem Staccato Lead geht er halt, macht er halt sein Staccato, genau dasselbe, was wir eben hatten, aber anstatt auf 0 zu gehen und nichts zu tun, geht er auf, benutzt er den interessanten Lead mit der niedrigsten Lautstärke. Er gibt nur 3 Lautstärkestufen. Es gibt 4 Lautstärkestufen, aber so ungefähr 74%, 75%, 80%, 90%, nee, 85%, 100%. Ja, gut. Egal. So, Musikrand. Manche von euch fragen euch, ach genau, hier, das ist der krasseste Shit hier. Das ist das Basic, der Commodore 64-Part. Der VC4000 ist so langsam, dass er die Grafikdaten nicht schnell genug in den Speicher kopiert. Es in der Schleife zu machen, ist zu langsam. Deswegen muss ich die Schleife ausrollen. Also zu prüfen, ist die Schleife fertig und spring an den Anfang, ist zu langsam. Abgesehen davon, dass ich hier die Binärdaten direkt als ein Byte habe und nicht als 2 Byte Adresse, wo er gucken gehen soll, und damit entsprechend ein Byte weniger. Das kann man natürlich nicht als gespart bezeichnen, aber ein Byte weniger bedeutet ein Byte weniger, dass er dekodieren muss, und in Prozessorzyklen ist das eine Ewigkeit. Tech, wo ist der? Ach genau, hier geht die Bridge. Tech. So. Ach da, nö, da will ich hin. Duff. So, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Nämlich macht mein DVD-Rekorder da. Der hat gerade komische Geräusche gemacht. Normal nehme ich das mit dem Computer auf. Der hat auch wunderbar funktioniert, aber hat auch heute zum ersten Mal seit immer keinen Ton aufgenommen, obwohl ich es aus den Lautsprechern gehört habe. Also kaputt, keine Ahnung. Doof. Also genau genommen, er holt sich die Sinustabelle und
kopiert das in die Sprite AX-Daten. Und das war's, mehr ist es nicht. Das Einzige, was er noch macht, ist, er holt sich die Sachen aus der Bundestabelle, um diese Pseudo-Copper-Bars über diesen Regenbogen, über den Text drüber zu legen. Und das war's. Ja, das ist so ziemlich alles Interessante in dieser Demo. Daten! Naja, gut, der Code gibt's ja bei mir auf der Webseite. Also viel Spaß damit. So.